Ein Inhaltsverzeichnis erstellen in Reiter. LibreOffice 7.1. LibreOffice muss erkennen, welche Überschriften in das Inhaltsverzeichnis übernommen werden sollen. Dazu formatieren Sie die Überschriften zunächst mit der Absatzvorlage Überschrift 1. Danach setzen Sie den Cursor nach dem Deckblatt auf der nächsten Seite oben. Wählen Sie im Menü Einfügen, Verzeichnis, Verzeichnis. Wählen Sie im Dialog Verzeichnis den Typ Inhaltsverzeichnis. Nun klicken Sie OK. Dort, wo der Cursor platziert war, erscheint jetzt das Inhaltsverzeichnis mit den Überschriften. Fügen Sie eine weitere Überschrift hinzu. Formatieren Sie wieder mit Überschrift 1. Rechts klicken Sie irgendwo in das Inhaltsverzeichnis und wählen im Kontextmenü Verzeichnis aktualisieren.